Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen der U23 des 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Magdeburg. Die Partie vor 742 Zuschauern im friedlichen Jahrsportpark endete mit 3:1 für Union. Neben mir sitzen die beiden Trainer der Teams, zu meiner Linken der Andreas Petersen, Trainer des 1. FC Magdeburg, und zu meiner Rechten der Robert Jaspert, Trainer von Union. Wie immer gebührt das erste Wort dem Trainer der Gäste, unsere Einschätzung bitte. Glückwunsch an Union, wie gesagt, also wurde ich maßlos enttäuscht über die Art und Weise, wenn man einen Plan hat und dann wird nach 2 Minuten so naiv bestraft, ja, dann stehst du eigentlich da und sagst, das geht heute ab. Wir haben, glaube ich, die Gegner wirklich zu Tor schießen eingeladen, sind gar nicht die Männer aufgetreten, sondern Union hat gespielt wie Männer in der ersten Halbzeit und wir haben gespielt wie eine U23 oder U19. Und wenn du nicht in diese Zweikämpfe gehst und vor allem kompromissloser verteidigst, abwehren, heißt von allen, nicht nur die letzten Leute dort hinten drin. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir nach vorne hin viele, viele gute, gefährlichere Situationen hatten als Union. Aber im Abwehrbereich waren wir heute einfach desaströs, da waren wir eine Katastrophe und haben eigentlich billige, dämliche, naive Tore kassiert, die natürlich uns das in mitgebrochen haben. Und das Positive kannst du nur aus der zweiten Halbzeit mitnehmen, einfach nochmal gesagt haben, zur Halbzeit hier steht es 0-0 und wir gewinnen die zweite Halbzeit, dann sind wir die Sieger. Das ist eigentlich ein Witz, aber Gott sei Dank haben die Jungs dann irgendwo nochmal alles versucht. Für Union war es so einfach, das dann nur erstmal zu halten, zu verteidigen. Wenn Christian Beck den gleich zum 3-1 reinmacht, das war eine richtig ordentliche Chance. Und Lars Fuchs, den Beck nochmal, den Hechtkopf bei den Berge daneben geschossen. Also wir hätten, glaube ich, noch 7-8 richtig gute Szenen. So wie wir hinten fahrlässig mit den Gegentreffern umgegangen sind, sind wir auch fahrlässig mit anderen Vereinen umgegangen. Und ich glaube nicht, dass Union ein tolles Spiel macht, aber sie haben ihn profitiert. Sie haben ein sehr diszipliniertes Spiel, haben auf diese sogenannten Fehler gewartet. Wir haben sie eben gemacht und die darfst du kleine Mannschaft unterschätzen. Und nicht umsonst hat Union momentan ein ordentliches Punktekonto. Und dann heute eben gegen vor allen Dingen naive, kindlich spielende FC Magdeburg-Mannschaft hier 3-1 gewonnen. Glückwunsch. Danke. Zum Teil muss mein Kollege recht geben. Wir haben nicht überragend gut gespielt, insbesondere nicht die zweite Halbzeit. Ich war zufrieden mit der ersten Halbzeit, mit der Beweglichkeit des einen Stürmers mit Sicherheit. Zum Beispiel hat heute wirklich gezeigt, dass er eine Verstärkung uns bedeutet. Ich hoffe, dass die Entwicklung weiter weitergeht. Wir werden nicht vergessen, dass wir eine Ausbildungsmannschaft sind und haben heute ohne die Unterstützung von Profispielern, in meinen Augen ganz ordentliche erste Halbzeit gespielt. Es konnte aber leider in der zweiten Halbzeit nicht fortsetzen. Vielleicht war es einfach mit einem sicheren Gefühl, 3-0 zu führen, dass man dann eben auch mal 2-3 Meter weniger läuft. Das war erste Halbzeit etwas anders. Aber auch die Tatsache, dass Magdeburg eine sehr viel stärkere zweite Halbzeit gespielt hat als die erste. Und ich habe meinem Kollegen völlig recht. So ein Spiel kann auch schnell kippen. Magdeburg hatte die eine andere gute Chance, vielleicht am Anfang der zweiten Halbzeit. Und es blieb auch so während der zweiten Halbzeit, sodass ich nie sicher war, dass so ein Spiel nicht vielleicht dann noch kippen kann. Im Großen und Ganzen aber, glaube ich, war es verdient, wenn man beide Halbzeiten so bewertet. Es gibt aber immer noch ein bisschen Luft nach oben. So muss ich das sagen, auch bei meinen jungen Spielen. Ich freue mich natürlich über drei Punkte gegen einen starken Gegner. Und natürlich über den jetzt hier bis jetzt bezeichneten Leistungen der letzten Wochen, das ist natürlich klar. Gibt es Fragen? Dann bitte ich so ein Handzeichen. Herr Petersen, was haben Sie der Mannschaft in der Halbzeit gesagt? Also, wie ist der Ab in der Halbzeit? Naja, kann sich ja jeder denken. Also wir haben uns ja nicht gestreichelt, müssen nochmal klare Fakten genannt werden. Und wir sind ja nicht die immer friedevolle Eierkuchen machen, das wird immer falsch nach außen dargestellt. Wir sind so sehr kritisch. Wir waren in der ersten Halbzeit einfach nicht präsent, aber wie gesagt, jeder, der mal Fußball gespielt hat, wenn du so einen Gegentor bekommst, und, dann haben wir momentan auch nicht die Mannschaft, die den Kopf nach oben nimmt, sagt, Hund, 8 Minuten haben wir noch Zeit, wir können das noch korrigieren, und deswegen war zur Halbzeit nochmal ein paar deutliche Worte gesagt, und ich glaube, es ist auch angekommen, die Mannschaft hat es ja auch umgesetzt, und wie gesagt, der Kollege sagt es ja auch, das Quäntchen Glück hat uns auch ein bisschen gefehlt. Ja, ich glaube schon, dass wir in der Offensive viel, viel mehr Möglichkeiten hatten als der Gegner. Ja? Und so ein schnelles 3-1, ich habe so schnell wie Union 3 Tore gemacht hat, können wir auch. Wir haben auch die Qualität, 3 Tore zu schießen. Ja? Aber du musst dann glauben, du musst gierig sein, du musst natürlich auch diese Qualität haben. Und ich glaube, wir hatten 6, 7 richtig gute Möglichkeiten, geht das 3-1 eher rein.
dann wackelt das Ganze anders nochmal. Und ich finde es gut, dass der Kollege auch sagt, so sicher könnte sich da draußen auch nicht sein. Ja, wir haben gesagt, wenn wir es 3-1 bis zur 60. 65. machen, geht nochmal was. Es ist zu spät gekommen, aber letzten Endes wird Fußball über 90 Minuten gespielt und wir waren in der ersten Viertelstunde einfach zu passiv, zu inaktiv, haben den Uzan schalten und walten lassen. Der hat Männerfußball gespielt und unsere beiden Innenverteidiger haben A-Jugendfußball gespielt. Und demzufolge hat er dann, der hat der Lunte gerochen, das weiß jeder Stürmer. Wenn ich da zwei habe, die noch mehr oder weniger den Kinderfußball spielen und ich bin der eigentlich, der das Kind ist und kann Männerfußball spielen, dann hat er das Bären stark gemacht, muss auch Kompliment sagen. Wie gesagt, zur Halbzeit sind ein paar richtige Worte gefallen und die haben es Gott sei Dank gut umgesetzt. Da kann ich jetzt keinen Vorwurf machen, aber wie gesagt, wenn man so dämlich und naiv wie wir in der ersten Halbzeit waren, dann bleibt ja in der Halbzeitpause nichts anderes übrig, als mal die Sau rauszulassen und dann hoffen, dass die Jungs mal es begreifen, was es geht. Weitere Fragen. Habt ihr das in letzter Zeit Entschluss zu, dass sie vielleicht gegen Jena mit Fuchs in der Startelf beginnen würden? Weil gegen Halberstadt war er, wo er reinkam, ein belebender Faktor. Heute auch wieder mit Beginn der zweiten Halbzeit, wo viele vielleicht von uns ihn schon zu Beginn eigentlich erwartet hatten. Kann man da gegen Jena mal drauf hoffen, dass vielleicht doch eine Umstellung erfolgt? Also erstmal haben wir das Spiel heute zu verarbeiten. Also ich glaube, jeder muss Verständnis haben, sollte Verständnis haben. Gegen Halberstadt waren wir einmal mehr auf dem Platz, das haben viele vergessen. Ja, deswegen musste man agieren. Und auch heute muss man ja auch agieren. Und ich glaube, es wäre eine Ohrfeige den anderen Spielern gegenüber. Wir brauchen jeden Spieler, einen Lars Fuchs, wie Witteritti, einen Chris Reinhardt. Dann soll mir einer sagen, wer dafür raus soll. Denn wir wissen, dass mit Witteritti oder Reinhardt, Beck, Berge auch eine hochkarätige Qualität noch vorhanden ist. Und wir machen ja nicht irgendwas für Zuschauer, für Fans, was auch immer. Na, aber hat man den Gedankengang. Aber heute ist erstmal die Enttäuschung viel größer, als sich jetzt schon Gedanken zu machen über Jena. Weil da haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen Luft. Und jeder hat eine Chance gehabt, hier eine Antwort zu geben. Und wir waren jetzt nicht unzufrieden mit Lars, das gebe ich auch zu. Aber letzten Endes wäre es heute zu früh, jetzt schon eine personelle Entscheidung zu treffen für irgendwas. Weil das Spiel muss erstmal verarbeiten. Weil das war heute einfach nicht das, was wir uns oder ich mir persönlich vorgestellt habe. Aber letzten Endes, wie gesagt, schauen wir mal, was wir die nächsten Tage machen können. Und dann wollen wir uns natürlich gegen jeder anders darstellen, müssen uns anders darstellen. Wir sind angenockt, wir sind angenockt, können ein tolles Spiel haben. Weitere Fragen. Auch an Herrn Petersen. Kann es sein, dass Ihre Mannschaft die Kulisse braucht, die Stimmung, um richtig Leidenschaft zu entwickeln? Und braucht die, dass das der Funke überspringt? Ja, das kann man so aussehen. Ich wollte das vorhin nicht so drastisch sagen. Wir haben einfach eine liebe Mannschaft. Ja, einfach, sie könnten was anderes machen als Fußball spielen, ja, weil das ist eine sehr sympathische Mannschaft, aber sie haben sich auch viel vorgenommen. Jetzt kann man natürlich nur den Knüppel rausholen. Sie haben es in der ersten Halbzeit einfach nicht versäumt, anders in die Zweikämpfe zu gehen. Und wir haben nochmal darauf hingewiesen, dass man nochmal resoluter verteidigen muss. Vielleicht ist so eine Stimmung zu Hause, das wissen wir ja, ganz anders für die Mannschaft, so der 12. Mann dahinter steht. Aber wir haben ja auch viele Magdeburger-Fans heute, die auch Stimmung gemacht haben. Es hat was mit Typen zu tun, die müssen sich neu entwickeln bei uns, herauskristallisieren. Wir haben auch ein paar Typen, aber die sind alle noch ein bisschen zu lieb und noch ein bisschen naiv. Und die jungen Unioner, die leben das ja vor, die haben jeden Tag die Profis vor der Haustür und da merkst du schon, dass der einfach nur so ein bisschen abgewichster ist, so ein bisschen selbstbewusster ist. Und da haben sie mir auch dabei. Ja. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es momentan, ich glaube, für die Mannschaft einfacher zu Hause. Hat man den Eindruck, in den Spielen zu Hause war sie gleich da, als das, was wir auswärts momentan vor allen Dingen in erster Halbzeit abliefern. Ja. Und das war heute einfach nicht der FCM. Und wir werden daran arbeiten, wir werden noch einiges korrigieren und werden einiges verändern. Das steht auch fest. Nach solchen Spielen kannst du nicht irgendwo sagen, Augen zu und durch. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit beenden wir die Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und einen schönen Heimweg. Ich habe Füllhaken. Aber wenn es lang läuft.